Sie kennen das vielleicht auch. Da hat man mühsam und ja eh nur teilweise eine neue Sprache erlernt. In der Schule zum Beispiel. Dann spricht man sie eine Zeit lang nicht und schon hat man die Hälfte vergessen. So geht es hierzulande Kindern mit nicht deutscher Muttersprache in den Sommermonaten. Lernen in den Ferien. Das ist die Lösung. In Innsbruck gibt es dazu ein neues Projekt. Das Ziel, die Deutschkenntnisse kurz vor Beginn des neuen Schuljahrs wieder aufzupolieren. Die Politik macht Sommerpause. Doch wo normalerweise die Geschicke der Stadt gelenkt werden, wird derzeit gelernt. Hier finden Kurse für Schüler mit unzureichenden Deutschkenntnissen statt. Das Jugendlotkreuz Tirol macht jetzt schon seit über 15 Jahren Lernhilfe in Tirol für Kinder, die eine andere Erstsprache als Deutsch haben und Unterstützung brauchen auf dem Gebiet. In den letzten zwei Jahren haben wir für Flüchtlinge ein Projekt gemacht. Und da war der Gedanke naheliegend, dass wir jetzt heuer auch in Innsbruck, nachdem die Stadt Innsbruck eben sowas auch will, gesagt haben, wir machen mit der Stadt gemeinsam ein Projekt, das Kinder fördert, die eben da in der Sprache Defizite haben und die auf den Schuleinstieg jetzt im Herbst gut vorbereitet sein wollen. 24 Kinder aus neuen Mittelschulen in Innsbruck drücken für zwei Wochen im Rathaus die Schulbank. Sie stammen aus verschiedensten Nationen, von Ghana über Syrien bis hin zur Dominikanischen Republik. Neben dem Rathaus gibt es in Bradel und Wilten auch noch zwei weitere Standorte für Volksschüler. Das Pilotprojekt ist ein notwendiger erster Schritt. Der Bedarf ist sicher größer als die 48 Kinder, die Hälfte aus der Volksschule, die Hälfte aus der neuen Mittelschule, die wir jetzt da beim Projekt mit dabei haben. Gerade in Innsbruck ist der Bedarf sicher höher. An insgesamt 10 Tagen findet der Unterricht statt. 3 Stunden täglich lernen hier die Schüler Deutsch. Also es reicht bestimmt nicht, um alles, was ihnen fehlt, nachzuholen, aber wenigstens einen bestimmten Teil nachzuholen und ihnen zu helfen, in bestimmten Teilen ihre Kenntnisse aufzubessern. Und sie äußern ja auch Wünsche, worauf sie noch genau eingehen möchten, und das beachten wir hier auch. Das Projekt wird von Seiten der Stadt mitorganisiert. Wir werden uns danach natürlich anschauen, wie viele Kinder haben sich angemeldet oder hätten sich angemeldet, wie viele haben einen Platz bekommen, muss man es ausbauen, wir werden das evaluieren und mal anschauen. Und also ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das ganz wichtig ist und die Stadt sich das auch leisten soll. Ein sinnvoller Plan für alle Beteiligten.